Kugel habe ich mehr davon, richtig? Ja, definitiv mehr davon. Dann Boost, das ist Stahl. Dann boosten wir jetzt die Angelegenheit hier hinten noch, also mindestens bis da. Aber mal gucken, vielleicht auch ein Ticken länger. Da sich momentan aber da kein Erz staut. Ja, wir müssen erst das hier noch erweitern. Das sind ein Ticken nervig, ist aber na gut. Davon mehr. Ah ne, es passt. Okay, ich dachte, das könnte Probleme machen wegen der... Das macht gleich Probleme, oder? Bau erstmal. Ich glaube, wir können dich da nicht rausholen. Doch, hier rum. Ha! Nimm das, du Lava. Oh. So. Den Strom willst du auch noch haben. Okay. Da. So, es ist ein Ticken Silicon. Aber trotzdem nicht genug. Eine weitere Erinnerung dafür, dass wir regelmäßig auch hier die Vane Plopdivop Sache das da erweitern sollten, auch wenn jetzt 2000 ziemlich heftig ist. Na, staut sich immer noch nicht. Das ist krass. Was könnte daran liegen, dass halt nicht genug, richtig, dass nicht genug auf das Fließband drauf kann. Müssen wir jetzt echt von Hand Fließbänder craften? Ach. Nicht gut. Nicht gut. So, das ist komplett bis hinten durch blau. Hier staut sich nichts, also kann es ein Mischmasch aus blau und grün bleiben. Ja, okay. Jetzt können wir noch ein paar hinten dran hängen. Es ist echt nicht so, wie ich erwartet hätte. Weil wir hatten ja schon mal hier Silicon aufgebaut, ganz am Anfang. Und wir hatten dann den ganzen Turm voll damit und zu Hause auch alle Anlagen voll. Aber wir haben halt auch fast nichts verbraucht, ne? Jetzt, wo die Quantum-Chips durchgehend hergestellt werden, ist das ein ganz anderer Schnack. Da bringt mir das gar nichts und da bräuchten wir Lava. Ja, nee. Wir sind hier auf Sondermission und dürfen schummeln. Das muss nicht gut aussehen. Ist ja bloß eine Kolonie, ne? So. Ihr kriegt jetzt alle. Davon brauche ich auch bald neue. Soll ich jetzt schon mal anfangen, welche? Wieder zu Quick Queen. Auch noch. Copy, paste, 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 paste. Und jetzt geht's wieder nicht bis zum Ende durch. Aber das ist dann halt so. Wie schaut's jetzt beim Turm aus? Hatte 5 Minuten Zeit, sich zu sammeln mit Zeug. Nicht mal, ne? Ah, nichts im Transit. Ich glaube, das heißt, dass der Turm zu Hause jetzt voll ist. Aber wenn er nicht voll... Warum ist er das verschwunden? Aber einer abgehauen ist. Oder müsste ich eigentlich im Transit stehen? Komisch. So, und das Ding sollte man auch noch irgendwie einstellen können. Hatte ich ja vor kurzem erwähnt. Max Charging Power. Slide to set max charging power of the station. Also er hat immer noch seinen Puffer. Das Max vom Puffer können wir wohl nicht anpassen, aber wir können sagen, wie viel er sich aus dem Grid rausziehen darf. Pro Tick oder was auch immer.
um das Ding zu erfüllen. 42 ist immer noch viel zu viel. So viel haben wir hier. Geil. Storage 1000. Also ich denke, unsere Aufgabe hier, was das Silicon angeht, ist vorerst erfüllt. Und ich weiß, dass ein Gero, wie er vorhatte, nicht gegen mich gegenfliegen. Ich weiß, dass ein Gero, wie er vorhatte, dass wir auch diese Electronic Components und so weiter hier herstellen. Aber ich habe den Verdacht, dass jetzt, wo das Silicon wieder regelmäßig nach Arca Prior 4 gebracht wird, wir haben noch einen neuen Boost. Punk. Also mit Shift erhöhen wir die Geschwindigkeit. Mit Leertaste können wir aber noch extra boosten. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Oder es wirkt nur wie ein Boost, weil man den Winkel ändert. Teste ich bei Zeiten mal. Jetzt aber erstmal zu den ganzen Komponententeilen hin. Hier. Also die Dinge werden genug produziert. Die hier sind alle am Arbeiten. Das ist ein Kupferproblem. Es sind einfach zu viele Fließbänder, die das Kupfer rausnehmen. Naja, und zu wenig, was hier produziert wird. Kann mich kaum noch Kupfererz an. Kaum noch was da ist. No Vein. No Vein ist wenig. Also wir sind gerade zu einem anderen Planeten geflogen. Hin und her. Haben da ein riesiges Logistiksystem aufgebaut, um was zu boosten. Und es hängt jetzt an einem der allerersten Ressourcen mit einem der allerersten Maschinen. Ja. Das ist das Öl. Das sind Kupferplatten. Okay. Dann schnappen wir uns mal die Kupferader hier. Oh, das können wir fast so nutzen. X. Das ist alles weg. Wir haben sogar noch ein bisschen Kupfer hier rumliegen. Raus, raus, raus. Mega-Core 5. Yay. Können wir noch länger warten, bis es voll aufgeladen ist. Nein. Also. Product Stacking. Ja, das ist okay. Ich würde ganz gerne erstmal temporär die Dinger da entladen. Ich hätte Fließbänder holen sollen. Ja, das zuerst. Eine Sache nach meiner. Hier. Du bekommst alte gelbe Dinger. Du bekommst die. Nee, die dunkelblauen sind meine. Das werden vielleicht doch ein paar viele. Crafte irgendwas Sinnvolles. Damit wir hier Platz bekommen. Na gut, das kann einfach nur so weg. Ein bisschen stacken. Tubes haben wir jetzt auch genug. Wir haben zu viel Fuel. So. Okay. Dann jetzt wieder rüber. Kupfer abbauen. Dich bis nach da. Eins. Oh, okay, wir brauchen mehr davon. Immer mehr Drills, immer mehr Foundries. Smelter. Oh
Mann, Soil. Ich glaube, wir müssen echt gleich zum anderen Planeten fliegen und das Licht ein. Und planieren. Piep, 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 piep. So, ich hätte gerne 400. Das hätte ich auf Kamera machen sollen. Aber es geht hier einigermaßen. Oh, das ist so flach. Natürlich flach. Hm. Okay, das sollte reichen. Ich habe noch 26.000. Also hier hätte ich jetzt gerne, ohne das zu begraben, ein bisschen mehr davon. Das war wieder an der falschen Stelle, ne? So. Da? Ja. Was ist das so? Hey. Du bist im toten Winkel, kriegst dafür ein extra Würstchen. So. Okay. Dann dich. Raus, raus. Darauf müssen wir es auch aufstufen, weil es wird bestimmt noch ein altes Fließband sein. Vielleicht sogar ein gelbes. Weil das ist die Anlage, die ganz am Anfang des Spiels was mit Kupfer versorgt hat, oder? Ich glaube schon. Da drauf, da drüber. Das hier kann alles weg. Muss ich sinnlos, sinnvoll vernichten irgendwann später. Das wieder auf Punkt umstellen, sonst mache ich Sachen kaputt, die ich nicht kaputt machen möchte. Also, gehen wir mal davon aus, dass wir hier später Platz haben. Dann können wir das die mit den Foundries hier runterziehen. Ja, wobei, das sieht einfach Mist nicht aus. Das ist alles da weg. Sortieren und ein bisschen was von dem Kupfer kann so weg. Die Erze brauche ich auch nicht. Und so viel davon auch nicht. Okay. Ja, das ist es mit Inventarplatz vielleicht. Haben wir noch was irgendwie? Plus zwei Lines. Jo. Jo. Okay, und da wir jetzt uns von dem verabschieden, können wir das Ganze auch ja, nee, ist okay, kein Auto gehen. Also gehst komplett bis da runter. Hast dann links und rechts jeweils Schmelzöfen. Schmelzöfen. Hier. Und zwar auf Mindestanz. So. Ich sollte von vornherein schon das Richtige einstellen. Paste, 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 paste. Die stehen das alle hier. Machen dann links einen Ausgang hier, rechts einen Ausgang da. Kann ich schon mal vorbereiten. Man weiß, wie das aussieht. Hier ist der erste Knick, da ist schon mal nicht mehr. Weg mit dem ganzen alten Zeug. Und dann geht's hier wieder zurück. Geht's hier wieder zurück. Ich suche eine schöne Stelle. Auswählen, dich dahin, dich komplett nach hier ziehen,
dann können wir jetzt die vorhandenen Kisten da schon mal entleeren. Da. Rest gucken wir später. Die schon mal entleeren. Dich. Da drauf. Und wir werden rumwuseln und die restlichen Foundries hier aufbauen. Kriegt unser System schon mal genug Kupfererz. Genau. Um ordentlich Chips herzustellen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autosave. 7. 1, 2, 3. Dahin. Gut. Auch wenn es jetzt so aussieht, als wenn durchgehend genug da wäre, dem ist nicht so. Wir müssten eigentlich Einspritzanlagen bauen. Was wir dafür machen könnten, wäre. Was jetzt wieder so ein Mischmasch-Ding ist aus Lebenslinie und Bots. Wir könnten. Planetary Logistics sind die kleinen, ne? Genau. Wir könnten ein Planetary Logistics System nutzen. Das hier hinstellen. Bauen Splitter. Ich hoffe, das passt hier. Warum ist es eng? So. Output Priority. Kein Filter. Das ist einfach nur eine Output Priority. Das heißt, alles, was hier auf dem Fließband ist, soll primär darauf gelegt werden. Nur wenn da das sich staut, kommt es hier rein. Und du bekommst jetzt Kupfer. Das muss auch nicht so super viel sein. Und du bekommst. Und wir haben keine Fliegerlinge. Bekommst ein paar Fliegerlinge. Da rein. So. Und jetzt gucken wir, also wir verfolgen jetzt die Kupferlinie hier. Und wir gucken, ob irgendwo dann Stellen sind, wo das nicht hinterherkommt. Das können wir für Eisen übrigens auch machen. So, und natürlich auch schauen, dass es überall blau ist, ne? Aber es sieht bisher gut aus. Es ist fast alles blau. Da hinten ist komischerweise noch eine grüne, aber ja. Kupfer sind wir hier. Kupfer wird hier raufgelegt. Also jetzt gerade nicht, aber ja. Hier ist die erste Abzockung von Kupfer, aber das ist momentan auch schon gestaut. Sehr gut. Hier auch. Hier ist ein Problem. Ja, das könnte allgemein das gesamte Problem gewesen sein, was wir mit Kupfer hatten. Da. Das halt immer wieder abgebremst wurde. Okay, da wird regelmäßig was verbraucht, aber ich glaube, hier sind auch schon die Chips, ne? Ja, genau. Für die machen wir das Ganze ja eigentlich. Jetzt könnte man das dahinter wieder einfügen, damit die Sache hier jetzt auch was bekommt. Aber das sieht gut aus. Sieht okay aus. Ja, muss ich mir jetzt nicht weiter angucken. Nö, dann merke ich mir das einfach mal, dass wenn wir wirklich mal Kupfer einspritzen müssen, dass wir da schon einen Turm für vorbereitet haben. Ich kann aber jetzt in Ruhe hier weiter optimieren. Stampf, stampf, stampf. Gut. Schritt 1 scheint ausgelastet zu sein. Es ist genug davon da. Schritt 2 ist nicht ausgelastet. Das sind die Crystalline Components. Ich glaube, das sind die Dinger, die wir auch im All herstellen wollten. Also auf einem anderen Planeten. Oder halt. Ja, warte, das machen wir eher. Nimm dir bitte hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Das da. Ich glaube, wir brauchen die auch nur dafür, oder?
bin mir nicht ganz sicher. Aber legt ihr auf jeden Fall dann von der Lebenslinie auch wieder rein. Durch diese kleine Aktion haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwo anders nochmal so ein Set hiervon hinzubauen. Und das werde ich jetzt auch. Das heißt, wir schnappen uns jetzt die normalen Assembler erstmal ein paar von mir. Das kann einfach nur weg, so. Ein paar normale Assembler. Dann folgen wir der linken Seite der Lebenslinie, weil die müsste noch mehr Platz über haben. Und da bauen wir irgendwo nochmal so ein Ding auf. Dann passt das. Warum? Warum staunen sich die? Das sollte eigentlich nie passieren. Stopp. Haben die Quantum Chips jetzt genug Zeug? Also erstmal kommt gerade kein Grün. Ja, kein Grün kommt an. Grün ist. Die Dragees. Es kommen keine an, weil die kein das bekommen und die kommen nicht an, weil keine Turbinen kommen. Und es kommen keine Turbinen an, weil die wahrscheinlich gerade alle für die Fließbänder verbraucht werden. Nö, sind allgemein ziemlich lahm. Ach, hier mal. 3 mehr. Ist jetzt eine andere Sache, ne? Das hat nichts mit der eigentlichen Problematik zu tun. Aber wenn wir hier schon mal in der Nähe sind, versuche ich das jetzt kurz zu fixen, ohne das andere zu vergessen. Wo ist dein Problem? Mist. Okay. Fokus. Wir müssen jetzt Magnets mehr produzieren. Und ich wollte gucken, warum die Quantum-Chips, also warum die gelben Chips, heißen die Circuit-Ports? Nein. Die da, die Processor. Warum die Processor sich stauen? Das sollte eigentlich bisher nicht der Fall sein. Also ich mache es jetzt andersrum, ich kümmere mich zuerst um das Problem, um das ich mich eigentlich kümmern wollte. Die Processor. Und danach um die Magnets. Und ich habe übrigens recht behalten, das sieht echt cool aus mit den mit der Lebenslinie, mit den ganzen Linien voll mit Zeug. Es wäre schöner, wenn es einheitliche B- und Entlademechanismen gibt und wenn das Splitter besser funktioniert und so weiter, aber trotzdem ganz schick. Also, ja, es ist genug davon da, aber es ist nur genug davon da, weil nicht genug von dem anderen da ist. Da. Das heißt, die hier müssten aufgestuft werden. Miep. Da brauchen wir wieder mehr Quantum Chips. Die sind inzwischen staunen. Ja, damit. Ja, damit. So. Das sind doch mal gute Nachrichten. Jetzt kommen wir von diesen Planes an. Dadurch kommen wieder mehr Quantum Chips an. Dadurch kann ich wieder mehr Quantum Chips bauen, um bessere Fabriken zu bauen. Dadurch läuft alles besser. So muss das sein. Sehr gut. Okay. Das war Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 sind jetzt die Magnets. Was wieder ne schöner Vergleich ist. Wie vorhin, dass wir auf anderen Planeten Silikon optimieren und zu Hause viel. Wer sieht das Problem? Ja. Was? Warum kann ich die nicht upgraden? Das stimmt hier nicht. Conveyorbelt MK3. Conveyorbelt MK3. Ah! Das. Einziger Belt war's. Gut, zurück zum Vergleich. Also Silikon auf anderen Planeten optimiert und dann also die andere Komponente, die wir brauchten, war Kupfer und wir hatten nicht genug Kupfer. Jetzt haben wir da Quantum-Chip-Gedöns und alles Mögliche.
Und das, was fehlt, sind Magnets. Der zweite Gegenstand, den man herstellt oder so. Das Eisen. Magnets sind hier auf der Lebenslinie. Ich weiß jetzt nicht, warum der da hinten... Ah, weil hier wieder auf der grün ist. Aber trotzdem scheint nicht so viel davon anzukommen. Hier. Ja, wir sollten das ähnlich erweitern wie das hier, auch wenn es nicht so schön aussieht. Wie viele Smelter habe ich noch? 10. Jo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vorher hatten wir auch so um den Dreh, ne? Vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, wir verdoppeln das jetzt fast. Gehen auch. Gehen da komisch lang. Weg und so. Zu eng gebaut, dann würde das nicht da reinpassen. Ist jetzt also wieder ein Mischmasch-Ding. Aber na gut. Also, rein, rein, raus, rein, raus. Es könnte jetzt ein Problem geben mit dem... Angle to close. Okay, dann musst du das kurz anders machen. Nicht funktionieren. So. Es könnte jetzt ein Problem geben mit dem Eisenerz, dass das Fließband da nicht hinterherkommt, aber bisher sieht das hier okay aus. Ja, weil die Schmelzöfen halt selber nicht unbedingt die schnellsten sind. Was echt schade ist und wir haben keine bessere Alternative. Aber das ist halt so. Ja. Jetzt rauscht er schon ziemlich gut durch mit dem Eisenerz da. Aber es kommt immer noch hinten was an. Ist okay. Gut, ist denn das Problem auch behoben? Ja, es kommen genug davon an. Das heißt, jetzt hängt es eher daran, dass hier keine Sorter gesetzt wurden. Lalala. So, die staunen sich. Oh, habe ich die hier schon auf dunkelblau gemacht? Ist da überall noch Platz? Giroware macht komische Sachen. Ja, warte gleich mal so, dass wir eventuell dann noch einen hinbauen können. Das sollte dann reichen. Dich da hoch. Die
tauche jeweils bis da runter. Da hoch. Gut, davon brauchen wir natürlich auch mehr. Das muss auch nicht Hightech hier sein. Egal, was Geruch wir da gemeint zu haben scheint. Das ist komisch, weil jetzt könnten wir uns das leisten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die Sachen hier gebaut wurden. Oder wo es das letzte Mal abgegradet wurde, sagen wir es mal so. Da war das noch nicht wirklich über. Ich habe keine MK2er. Bau MK2er. Währenddessen kümmern wir uns um die Ein- und Ausgänge. Zack, zack, zack. Raus. Extra Wurst. Bei euch auch. Also erstmal. Komma, Punkt, Komma, Punkt, Punkt. Und raus. Okay, da hängt es jetzt schon. Aber ist egal. Wir optimieren das ja nach und nach und dann ist es wenigstens. Oh, keine Sorte. Und dann ist es wenigstens für später schon mal erweitert. Also die hier eher weiter runterbringen als die anderen. Ja, von denen können wir echt nie genug haben. Das ist krass. Dich. Wir haben gleich keinen Zoll mehr. Bei denen lohnt sich das. Okay, wir haben eine halbwegs Balance hinbekommen. Ich schnapp mir jetzt ein paar mehr Quantum Chips, bereite mehr MK3 Assembler vor, werde ein bisschen an der Lebenslinie arbeiten, wie immer. Und vielleicht, nee, sehr wahrscheinlich, werde ich zu einem anderen Planeten fliegen und da einfach. Wo ist meiner so ganz hin? Und den aber planieren. Damit wir an das Soll kommen. Da. Also das einmal mit. Vielleicht diesen grünen Planeten, den wir hier haben, den ich gar nicht wirklich nutze. Die könnte man sich eben nochmal angucken. Arcaprior 2. Weil der hat 9 Millionen. Warum wird das weniger? Ach Mist, da war ja was, ne? Er hat Silicon, Ore und Iron. Also eventuell könnten wir da dann die Chip-Boost-Geschichte machen. Auch wenn es daran jetzt nicht mehr mangelt, aber es wird irgendwann daran mangeln. Das können wir gucken. Notfalls stellen wir einfach Magnete her oder irgendwas anderes. Aber ich werde so erstmal dahin fliegen und Soil einfach mal abbauen. Jo, dann sehen wir uns gleich wieder.